Jo, hier ist Mr. Mike. Heute gibt es nochmal ein Gewinnspiel. Ziemlich viele Gewinnspiele zurzeit. Es wird Zeit, dass der Sommer kommt und ich mehr ballen kann. Habe ich schon gemerkt. Aber es gibt jetzt nochmal was auf Instagram. Wer keinen Instagram-Account hat, macht sich einfach ein, weil das ist es jetzt wirklich wert, finde ich, für dieses Gewinnspiel. Das letzte Gewinnspiel, um das es ging, ist das hier. Wer das nicht gesehen hat, ging auch um Instagram. Weil ich habe ja einen Fotografen entdeckt, hier bei mir in der Gegend, einen richtig, richtig guten Fotografen. Dennis Föhr ist sein Name. Unten in der Videobeschreibung ist sein Instagram-Account und seine Internetseite. Und wer hier aus dem Raum Chiemgau ist, Rosenheim, Wasserburg, da hinten, Griesstedt ist er, checkt den aus. Der ist echt wirklich genial. Der weiß, was er tut. Macht das zwar auch nur als Hobby, aber er hat es echt einfach drauf. Guckt euch die Bilder an. Das ist echt, ich bin wirklich richtig geflasht, richtig gute Arbeit geleistet und wer mir schon auf Instagram folgt und die Fotos gesehen hat, der weiß, wovon ich rede und deshalb echt Hut ab, geile Sache. Und wir werden auch in Zukunft weiterhin was machen und da muss ich mich einfach dafür revanchieren, dass er mir ja so geile Fotos gemacht hat und überhaupt und mein Merch auch noch so geil in Szene gesetzt hat mit Lisa zum Beispiel. Lisa ist ja auch ein Model, kann man sagen. Also von Lisa bin ich auch sehr geflasht. Da kann man schon sagen, ich bin ein kleiner Fanboy geworden von ihr. Die ist echt ziemlich hart, muss man sagen. Und ja, okay, genug gelabert. Es geht um. Ach, die Gewinner vom ersten Gewinnspiel habe ich schon persönlich angeschrieben. Es ging einmal um den Ball und einmal um das Cap. Und die habe ich angeschrieben. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ja, nicht, dass gleich wieder alle abhauen und denken, okay, Gewinnspiel ist vorbei, wir müssen nicht mehr abonnieren. Habe ich mir gedacht, wir starten gleich ins zweite. Und diesmal geht es richtig ab. Und zwar, dieses Mal gibt es drei Preise. Einmal gibt es diesen Ball, diesen Moltenball. Was ist das? GR7? GR7. Einmal, das ist der dritte Preis. Zweiter Preis ist ein Hoodie nach Wahl. Könnt ihr euch aussuchen, Farbe, Logo, Motiv, was ihr wollt. Zweiter Preis. Der dritte Preis, der hat es echt in sich und ich schwöre euch, den gibt es echt nirgendwo in der Form zu gewinnen, weil einzigartig, wirklich einzigartig und ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, hey, einzigartiger Preis, aber für den Arsch, aber jetzt pass auf. Wer sich daran erinnern kann, vielleicht, ich bin ja 2016, echt, was ist das schon so lange her? Ne, 17 war es. Bin ich nach Dallas geflogen, zu Dirk Nowitzki, habe mit ihm dort spielen dürfen, Horse und so. Wer das nicht gesehen hat, hier, Videobeschreibung verlinkt, muss ja alles verlinken, ist das ja so. Ja, jedenfalls habe ich ihn getroffen, ich habe ihn fast abgezockt, den Horse, war nicht mehr viel, es war knapp, Video dazu ist auch auf meinem Kanal. Ja, aber er hat mir ein paar Unterschriften gegeben auf Sachen, auf Motive und das jetzt hier, das liegt bei mir echt schon ja, über ein Jahr rum und irgendwie. Weiß ich nicht. Ich finde, das braucht jemand, ein richtiger Fan irgendwie. Und ja, deshalb haue ich das jetzt hier mal raus. Und zwar geht es um das Bild hier. Handsigniert. Also, wenn das nicht fett ist, dann weiß ich es nicht, oder? Oder? Sind wir ehrlich. Ja, der Beweis, dass er unterschrieben hat: Fotobeweis auf Instagram, Videobeweis auf YouTube. Also, war krass, war geil. Und wie gesagt, kann sich jemand drüber freuen. Und ja, was müsst ihr dafür tun, um zu gewinnen? Ganz einfach. Ihr geht auf die Instagram-Accounts von mir erstmal, dann von Dennis und von Lisa. Lisa hat ihren Account aber auf privat gestellt, also die lässt da nicht jeden einfach so rein und deshalb, das kann ich nicht entscheiden, aber trotzdem müsst ihr halt alle abonniert haben und findet, das haben die auch auf jeden Fall verdient, weil das ist auch, ja, geben und nehmen, wisst ihr auch selber. Und ja, probiert euer Glück, werdet dann sehen. Wer alle drei abonniert hat, ich sehe es ja immer bei mir, du musst dann nur aufs Profil klicken, du siehst, okay, hat der mich abonniert oder nicht. Und bei anderen geht halt auch. Also kann man alles nachvollziehen, das ist ja auch sehr wichtig. Und ja, ansonsten lasst noch einen Hashtag da bei den zwei bitte. Grüße von Mr. Mike, der Standard-Hashtag. Ein anderer fällt mir einfach nicht ein. Ich weiß nicht, was soll man sonst schreiben, ne? Oder? Oder ihr habt irgendwas anderes Cooles mit Mr. Mike, dann schreibt auch gerne was anderes rein. Ja. Vielleicht wäre es auch cool, wenn ihr euch einen anderen Hashtag einfallen lässt, aber mit Mr. Mike, damit ich weiß, hey, ihr kommt von mir für dieses Gewinnspiel. Seid kreativ. Aber kreativ sind heute nicht mehr so viele Leute. Das ist eine Herausforderung an die kreativen Köpfe da draußen. Lasst einen Hashtag bei den zwei da, bei Lisa und bei Dennis. Und ja, und Lisas Bilder sind sowieso schon preis genug, weil die sind echt Hammer. Lisa ist echt Hammer. Und ich hoffe auch, also hat sie mir zumindest versprochen, dass sie mit mir ein paar Videos drehen will, würde ich mich echt sehr freuen, weil das wäre eine Bereicherung für meinen Kanal, würde ich sagen. Also Lisa, ja, Lisa, ne? Ja. In der Hinsicht gibt es noch was zu sagen? Nee. Einfaches Gewinnspiel, müsst nicht viel tun, oder? Und ist der Preis wert, oder? Würde ich auch sagen. Also, naja. Auschecken, Instagram. Links sind alle unten in der Videobeschreibung nochmal. War's schon wieder.
Vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Bööö.